der Journalist, die Journalistin in China. Ja. Haben die eine Ausbildung, haben die einen Ausweis, können die wirklich wo zuhören, haben die Zugang zu rechten, realen Daten oder kriegen die irgendwas vorgelegt? Wie funktioniert das in China? Es gibt zwei Arten von Journalisten, also die offiziellen Journalisten, die bei offiziellen Medien arbeiten, sind alle Staatsjournalisten. Die Propaganda in China ist völlig platt. Die Zensur ist völlig platt und das grenzt wirklich zum Teil an extreme Peinlichkeit. Ich finde es einfach dämlich, wenn bei mir der Economist ankommt und es sind zwei Seiten herausgetrennt. Tatsache. Das ist vorgekommen. Ausländische Publikationen können exakt über eine Stelle verteilt werden. Mhm. Ja, deshalb kommen die Zeitungen ja auch immer zu spät. Na, manchmal kommt der Economist gar nicht. Das ist immer sehr unzuverlässig. Die werden exakt über eine Stelle verteilt. Foreign Press, something, I don't know. Und dort saß halt einer, der hatte die Order, dort rennen wir jetzt die zwei Tibet-Seiten raus und das finde ich wirklich lächerlich. Der Punkt ist, auch wenn diese zwei Seiten nicht herausgetrennt worden wären, Sie würden es eh nicht glauben, würden oder? Würden die meisten Chinesen den Economist eh nicht lesen. Okay. Insofern ist es vergebliche Liebesmüh. Die meisten Chinesen schauen auch keine BBC, die schauen auch kein CNN, die meisten Chinesen sprechen auch keine Fremdsprachen. Und sie interessieren sich auch nicht für Weltpolitik, wie das ja weltweit ja leider so ist. Die Dramaturgie der chinesischen Fernsehnachrichten ist Block Nummer 1. So gut ist unsere Führung. Das hat unsere weise Führung heute wieder alles geleistet. Block 2 ist, so gut geht es uns Chinesen unter unserer weisen Führung. Und Block 3 ist, so schlecht geht es dem Rest der Welt. Also Nachrichten aus dem Ausland sind immer schlecht. Die chinesische Führung hat mit der chinesischen Bevölkerung einen ganz einfachen Deal, sage ich immer. Der Deal ist, wir machen euch reich und dafür seid ihr still. Dieser Deal funktioniert. Funktioniert wirklich, hat funktioniert in den letzten Jahrzehnten für die meisten Chinesen, funktioniert noch weiter. Ist die Frage, wie lange er aufrechtzuerhalten ist. Es gehört schon zum klassischen chinesischen Abendessen, zu dem man eingeladen ist, gehört eigentlich das Rituelle. Geht man beschwipst nach Hause? Nein, nicht beschwipst, man geht voll betrunken nach Hause. Ja. Also, solange, so fast wie in Oberösterreich. Das Abendessen an und für sich wird eröffnet, ja, vom Gastgeber. Der hält dann natürlich total blumige Reden, dass wir alle Freunde sind und großartig. Und dann wird einmal zugeprostet und dann fühlt sich, das ist ganz, muss man sehr diplomatisch sein, um zu wissen, wann ist jetzt der Punkt für die Dankesrede oder so, weil zuerst wird man ein paar Mal bedankt und man muss dann mit jedem anstoßen und dann dankt man zurück und dann gehen ständig irgendwelche Menschen herum mit den Schnapsgläsern und das muss man ständig extrinken und es wird wirklich innerhalb kürzester Zeit, also so ein Abendessen würde ich sagen, dauert vielleicht geschätzt, maximal beginnt um 18 Uhr, um 19.30 Uhr sind alle völlig besoffen. Dann steht der Gastgeber auf, also zu dem Zeitpunkt, wo der Gastgeber aufsteht, ist das das Zeichen, es ist die Tafel beendet. Aha. Also es hat etwas sehr, sehr Ungemütliches. Es wird nicht zum Genuss getrunken, sondern rein nur, also es ist echtes Kampftrinken. Wie geht es den Menschen? In Peking, jetzt habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, sie haben doch alle Fernsehen. Oh aber ja, nicht nur in Peking, nicht nur in Peking. Also auch in den armen Landregionen gibt es überall Fernsehen? Ja. Wie viel Quadratmeter lebt eine chinesische Familie? Wie viel Geld hat sie zur Verfügung? Die Bankdirektoren im Raum kriegen die Kredite, wenn sie kein Geld haben. Können die sich Häuser kaufen, siedeln die um, so wie wir kaufen diese Autos. Wie stellt man sich das ein bisschen vor? Und vor allem immer aus dem Gesichtspunkt, auch wenn ich dir das fragen darf, der Jugend. Ich meine, Schule, Studium, kann man freien Beruf wählen? Kann man seinen Talenten nachgehen? Kann man Interessen nachgehen? Weil wir wollen ja zu dem Punkt kommen, sind sie jetzt gut oder nicht? Das wird nur ganz gerne heute geklärt. Also ich würde mal mit dem Talent beginnen. Ich glaube, dass es in China kein Konzept von Talent gibt. Was ich gesehen habe an chinesischen Schulen und ich habe Grundschulen gesehen und später auch Mittelschulen gesehen, das ist natürlich ein System, das total auf Drill aus ist. Mhm. Muss es bis zu einem gewissen Grad auch sein, weil die Sprache dermaßen komplex ist, dass ich glaube, dass man diese Sprache als Kind nur lernen kann, wenn sie gedrillt wird. Mhm. Ich meine, reden ja, schreiben, das muss man drillen. Und das wird auch gedrillt und genauso wird jedes andere Fach gedrillt. Und was ich da für Klassen gesehen habe, ich meine, da sitzen 60 Kinder drin und das ist brutalster Frontalunterricht und da sagt aber keiner ein Wort. Disziplinarisch null Probleme, wahrscheinlich? Null Probleme disziplinarisch. Da schwitzt niemand, kaut niemand Kaugummi oder bohrt in der Nase. Null, sie sind auch alle gleich angezogen, die sitzen auch alle im Jogginganzug in den Schulen, was ich nie verstanden habe. Du siehst dann am Nachmittag Massen an Jogginghosen, bekleideten Jugendlichen mit Rucksäcken auf der Straße. Das ist deren Schuluniform. Ja. Cornelia, wenn du es beurteilen müsstest, Schulsystem Österreich, Schulsystem China, wer wird am Ende siegen? Wer ist da konsequent? Unis zum Beispiel, Studiengebühren, Aufnahmsprüfungen, höre ich, Drill.
man muss schon eine sagen. Naja, ich will jetzt nicht dem Drill das Wort reden, aber was mir in China schon aufgefallen ist und was ich glaube vielleicht das Hauptproblem ist in unserem Bildungssystem, ist einfach, dass Bildung einen Wert hat. Ich glaube, dass unser Hauptproblem ist, jetzt meine ganz persönliche Meinung, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der Bildung überhaupt keinen Hier Wert hat. Hier in Österreich. Hat. Nicht nur in Österreich, überhaupt glaube ich in Europa, dass wir in Gesellschaften leben, wo Jugendlichen vorgegaukelt wird, wenn du in einer Castingshow gewählt wirst, ersetzt das, also die 15 Minutes of Fame ersetzen 15 Jahre Ausbildung. Das finde ich das Hauptproblem, dass Bildung keinen Wert hat, weil es wird ja offenbar genug investiert in die Bildung. Es gibt ja genügend Lehrer offenbar, die dann zu zweit in Klassen stehen und die dann in anderen Klassen wieder fehlen, wo man dann Menschen aus der Pension zurückholt. Ich glaube wirklich, unser Hauptproblem ist, Bildung hat keinen Wert. Ich finde, dass die Frage, ob die Chinesen jetzt anfangen, westliche Unternehmen aufzukaufen, finde ich ja höchst interessant. Jetzt gehen westliche Unternehmen nach China und müssen sich an die dortigen Regeln halten. Ja? Wenn ein chinesischer Investor in eine Firma in Europa einsteigt, ich sage, bitte lasst sie einsteigen. Bitte lasst sie kaufen. Weil dann müssen sie sich nämlich an unsere Regeln halten. Ich habe immer den größeren Kulturschock gehabt, wenn ich von China nach Österreich gekommen bin, als umgekehrt. Aber den positiven Kulturschock, weil ich bin in Wien gelandet. Gut, jetzt vergessen wir mal den Flughafen, weil der ist grässlich. Ja, also der ist noch nicht ganz fertig. Ja. Nein, aber der ist wirklich grässlich. Also ich muss eines sagen, kein chinesischer Provinzflughafen sieht so schäbig aus wie der Flughafen. Ja, aber es hat niemand so viel Kost wie bei uns. Ja. Und kein Bahnhof würde so lange umgebaut werden wie Wien-Mitte. Aber die immer positive Überraschung war, wie wunderschön Europa eigentlich ist. Österreich, sag's. Kannst du sagen. Auch Österreich insbesondere, aber ich meine auch andere europäische Städte. Es ist einfach ein wirklich wunderschönes Land und es ist unverständlich, wie viele unzufriedene Menschen in diesem schönen Land leben. Und ich möchte eines noch zum Abschluss sagen. Ich habe mir öfter gedacht, wenn ich angekommen bin am Flughafen Wien und gewartet habe auf mein Gepäck und grantige Menschen gesehen habe, habe ich mir gedacht, ich würde euch jetzt alle am liebsten auf diese Auermaschine verfrachten und in einem chinesischen Dorf aussetzen für 2 Wochen, damit ihr einmal wisst, wie gut ihr eigentlich in eurem eigenen Land lebt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir danken.